Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei Geralt. Es ist früh am Morgen an diesem schönen Vormittag. Im Kamin prasselt das Feuer. Triss hat es sich noch etwas gemütlich gemacht. Ich denke, ich stelle mir vor, Geralt legt sich auch noch ein bisschen dazu und schmökert noch etwas in einem seiner Bücher, die noch ungelesen sind. Und zwar dieses hier, Fremde Länder von Marco Knopf. Das Kaiserreich Nilfgaard ist riesig. Einst war es nur ein kleines Königreich, doch es wuchs und eroberte und assimilierte die benachbarten Völker. Heute nennt man alle Menschen des Südens Nilfgaarder, doch nicht alle hören dies gerne, da manche sich ihre nationale Identität bewahrt haben. Nilfgaard wird von einem Kaiser und Tyrannen beherrscht. Er duldet keinerlei Opposition und kennt keine Gnade. Manche nennen ihn weiße Flamme, die auf den Gräbern ihrer Feinde tanzt. Sein Symbol und das Symbol des Reiches ist eine silberne Sonne auf schwarzem Hintergrund. Bemerkenswert ist, dass ein Vasall des Kaisers die Herrscherin des Blumentals ist, der einzigen Elfennation. Ja, das ist in der Tat eine interessante Geschichte, denn die Nilfgaarder haben bei einem ihrer Angriffskriege, Unterwerfungskriege, haben sie sich mit dem Skoyatel verbündet. Also das mal in Richtung derjenigen Zuschauer, die hier Sympathien mit den Skoyatel entwickeln. Die haben sich schon mit den ultimativ Bösen verbunden, die Skoyatel. Und als Belohnung hat eine Elfenmagierin diese Königskrone erhalten. Gut, okay. Wir haben im Tagebuch dann noch was zu Redanien bekommen. Das gucken wir uns dann auch nochmal an. Nicht Kloaken, ne? Nein, nein. Nilfgaard haben wir gelesen. Ach, schaut mal, da steht immer noch was anderes. Auch interessant. Wir gucken mal. Also, seine Hauptstadt ist die Stadt Nilfgaard, die am Fluss Alba liegt. Das Reich wuchs durch Eroberung, nachdem es sich alle angrenzenden Königreiche einverleibt hatte. Nur die Bewohner der Ländereien nahe dem Fluss Alba haben das Recht, sich Nilfgaarder zu nennen. In den Adern dieser Völker fließt ein erheblicher Anteil Elfenblut. Ihre Sprache ist eine Variante der alten Rede. Das Kaiserreich ist aggressiv und gierig. Vor 5 Jahren ging der Krieg mit den nördlichen Königreichen zu Ende, aber trotz des Friedensvertrages hat Nilfgaard seine Ansprüche auf die nördlichen Territorien nicht aufgegeben. So, und jetzt war doch noch Redanien. Genau, Redanien ist eines der nördlichen Königreiche. Es ist ein wohlhabendes Reich, das von Handel und Ackerbau profitiert. Seit Jahren führt es einen Zollkrieg gegen Temerien, seinen Hauptkonkurrenten im Norden. Das Land besitzt den besten Geheimdienst der Welt. Die Regierung Redaniens steht ganz unter dem Einfluss der Zauberinnen. Redanien ist allerdings nicht das Gebiet, in dem wir uns befinden. Wir sind ja in Temerien, nur zur Erinnerung. Okay. Soweit dazu. Wir haben ja noch ein zweites Buch. Da will ich ehrlich zugeben, das möchte ich nicht lesen, weil ich mir die Romanhandlung nicht noch mehr spoilern lassen möchte. Ich stelle mir das rollenspielerisch so vor, dass dieses Kapitel seiner Geschichte, dass Geralt da noch vor sich scheut, das zu lesen. Angeblich geht es ja um seinen Tod. Okay, so viel dazu. Wir marschieren los. Wir müssen mit Shani sprechen, aber das machen wir noch nicht. Erstmal, glaube ich, machen wir ein paar Erledigungen hier, damit wir nicht immer hin und her laufen müssen. Als erstes, denke ich, werden wir mal nochmal kurz zum Markt gehen. Und schon wieder muss ich gucken, wie wir am besten zum Markt kommen. Da vorne links oder da vorne rechts. Ich will nochmal mit dem Antiquar sprechen. Seid ihr krank? Denn jetzt können wir ein paar Bücher jetzt auch wieder verkaufen oder eine Schriftrolle. Mit dem Schwert einkaufen? Hier. Nicht Antiquar. Vielleicht ein gutes Buch. Genau, jetzt können wir nämlich dieses Fremde Länderbuch wieder verkaufen, bringt uns 12. Und diese Spruchrolle können wir auch verkaufen, bringt uns 80. So, als nächstes war ich mal so clever und habe im Journal mal Folgendes gemacht. Das hätte ich schon lange mal machen können. Hier bei den Verträgen Quest auf Karte verfolgen. Und da wird uns angezeigt, wo wir Velerat finden. Nämlich im Wachturm. Ja, das hätte ich mir... Naja, hätte man es sich denken können. Mein nächster Ort, wo ich gesucht hätte, wäre das Bordell gewesen. Aber nein, er ist im Wachturm. Gut, das ist, glaube ich, da vorne links. Oh, ich bin mal gespannt. Also ich rechne jetzt mindestens mit 300... mit 3x 200 Goldstücken. Lasst es regnen! Ist er manchmal hier draußen? Nee. Mal gucken, was macht er eigentlich da bei den Wachen? Graf de Wett sitzt hier. Das ist ja eine Fake-Information der Karte. Oder vielleicht ist er unten.
Da, tatsächlich. Er trinkt mit der Stadtwache. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. In letzter Zeit ist der Orden der Flammenrose zu Vizimas Machtzentrum geworden. Hm. Okay. Es gibt nicht allzu viel Arbeit? Verdammt richtig. Ohne die Würfel würde ich vor Langeweile sterben. Ah, okay. Er ist einer der Spieler. Vielleicht mit dem wir es... Ja, warum nicht? Wagen wir es mal. Ich spiele gern. Lust auf ein Spiel? Mit Vergnügen. Wir können gleich anfangen. Na los. Dann, wir machen das wieder beim letzten Mal. Die erste Partie zeige ich euch und dann spiele ich so lange, bis ich gewonnen habe, wegen der Quest. So, ich will aber nicht so viel einsetzen. Weil das so perverses, manipuliertes Glücksspiel ist. Von diesem... An sich ja wahrscheinlich schon, aber... Oh mein Gott! Das ging aber richtig gut los. Der hat schwarze Würfel. Wisst ihr was? Hier werde ich sogar ausnahmsweise mal erhöhen. Ah, wieder mit. So, wir passen natürlich. Hä? Können wir nicht passen? Ja, können wir passen, alles klar. Diese Schweinebacke, aber wir haben trotzdem gewonnen. Haha! Okay, er hatte auch ein Full House. Ja, das muss man hier schon haben, um irgendwie eine Chance zu haben. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, zwei Paare sind schon ganz gut. Ich würde mal sagen, wir erhöhen nicht. Aber machen natürlich weiter. Versuchen hier nochmal unser Glück. Ja, haben aber kein Glück. Der Gegner denkt nach. Pass mal auf, der wird uns wieder... Ja, das ist so typisch. Okay, mal gucken. Eine Runde noch. 2, 3, 4... Warte mal, war das eine Straße? 1, 2, 3, 4, 5... Okay, jetzt kann ich mich aber nicht beschweren über Glück. Ich werde mal sagen, wir erhöhen hier nochmal. Hier geht es ja jetzt richtig um Geld. So, ich will nicht würfeln. Wer hätte das... Also mal gucken, ob ich jetzt beim ersten Mal gewinne. Das wäre echt eine Sensation. Tatsächlich. Großartig. Na, perfekt. Ha! Der erste Verdienst heute. In letzter Zeit ist der Orden der Flammenrose zu Vizimas Machtzentrum geworden. Hm. So, jetzt aber. Ich bin wegen der Anzeige hier. Welcher? Ja, wo haben wir jetzt? Warte mal, Gravey haben wir, das weiß ich. Der mit den Graveyer-Knochen. Ich bezahle, wenn ihr 5 habt. Hab ich. Hier. Euer Gold. Okay, wie viel haben wir bekommen? 200, alles klar. Geht weiter. In letzter... Ich bin... Welcher? Der Fangzähne. Der über Flatterer-Fangzähne. Ich bezahle, wenn ihr 3 habt. Hier. Euer Gold. Ja. Na, was kriegen wir? 250? Ja, schön. Unglaublich. Oh, was hat er jetzt gesagt? Na, egal. Ich bin wegen der... Welcher? So, was haben wir noch? Ghoulblut? Hä? Es gab eine Ghoulblut-Anzeige? Kikimoro-Clown? Der über Kikimore-Clown. Ich bezahle, wenn ihr... 10 Clown. Euer Gold. Warte mal, aber Ghoulblut... Oh, sogar Stufe aufgestiegen, das ist ja perfekt. Ghoulblut habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Aber das scheinen wir auch auslösen zu können. Ich bin... Welcher? Der über Ghoulblut. Bringt mir 12 Fiolen Blut als Beweis, dass ihr die Ghule wirklich getötet habt. Hier, bitte. Eure Belohnung. Ja, Mensch. Wir sind nicht ausgebildet, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Okay. Wir haben unser halbes Wachlokal besetzt. Jetzt haben wir 1600. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Sehr schön. Die Sache wäre erledigt. Wisst ihr was? Jetzt bin ich gerade in Hochstimmung. Das werden wir jetzt gleich mal ausnutzen. Und wir werden jetzt zur Kneipe mal laufen. Ah, wir sind ja auch genau auf der Seite und ich glaube, wir werden jetzt auch den Boxkampf machen. Wo das jetzt schon geklappt hat, hier mit dem Pokern,
Machen wir jetzt auch noch mal den Boxkampf. Ich bin nass. So, aber ich könnte mir vorstellen, dass das hart werden wird. Halt, warte mal. Vorher können wir uns vielleicht sogar noch einmal meditieren. Dass wir sogar noch ein bisschen besser werden. Ja, das ist wirklich eine tolle Idee. Machen wir das mal. Ein berühmter Ungeheuer. Seid ge... Kann ich euch... Mhm. Ich brauche... Ja. Wunderbar. So, jetzt haben wir 2 Bronze und 2 Silber. Außerdem will ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Alchemie machen. Ich melde mich mal gleich wieder. Ich mixe ein paar Tränke und überlege mir, wie ich die Talente verteile. Dann erkläre ich euch das. Okay, also bei den Tränken habe ich einfach nur 2 Schwalbetränke gebraut. Und die Talente setze ich folgendermaßen ein. Bei den Bronzetalenten werde ich weiter hier beim Schwertkampf ein bisschen nachholen. Wir werden beim schnellen Silber, und das ist dann auch das Letzte, was wir im Silberschwertbereich mit Bronze machen, verkrüppeln der Schmerz 1 und 2 hier nachholen. Und die Silber werde ich tatsächlich wieder ganz langweilig einsetzen. Für Gewandtheit 4, einfach mit 10% angreifen, ausweichen, parieren, Blendenresistenz, Einäscherungsresistenz und bei der Ausdauer auch 4, Ausdauerregeneration und so weiter. So, das nehmen wir, dann meditieren wir 2 Stunden und dann werden wir uns vermutlich einen Schwalbe einwerfen müssen und, dann den Faustkampf versuchen. Ihr kämpft wie ein Mädchen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das nicht ganz einfach werden wird? Ja, ja, wir kämpfen gleich. Wir müssen kurz noch ein kleines Schnäpschen trinken. So, wer ist denn hier der Boss? Andreas Gablotta. Na, mal sehen. Einst war ich unbesiegbar. Die große weiße Hoffnung. Hä? Die weiß... Hä? Jetzt hänge genau. Ich in Drecklöchern rum. Wegen eines einzigen Kampfes. Ihr wart ein Krieger? Ein Boxer. Ich hatte massenweise Fans, Frauen, Gold. Und jetzt? Was ist passiert? Die Ringrichter hatten was an Tiefschlägen auszusetzen. Ich wurde disqualifiziert. Aha. Ich kämpfte, bis... Bis? Ich gegen den Löwen kämpfte. Hat er... Ein Schlag, tödlich. Und mir war klar, gegen den gewinnst du nie. Seither trage ich eine Kapuze, damit niemand mich erkennt. Nach einem einzigen Schlag? Es war eine spirituelle Verwandlung. Aber mit euch kann ich es aufnehmen. Wie wär's mit einer Wette? 200 Orens. Okay. Ich bin dabei. Und was für eine spirituelle... Okay, ich will es gar nicht wissen. So. Ah, okay, beginnt nicht gut. Doch, beginnt hervorragend. Ich pisse auf euren Leichnam! Na, er weicht ein bisschen aus. Okay, wow. Wäre vielleicht die Schwalbe gar nicht nötig gewesen, aber das lief doch ganz gut. So, vielleicht war das für ihn auch eine spirituelle Erfahrung. Habt ihr mit dem Löwen trainiert? Ich bin ein Hexer. Ich gewinne. Nehmt euch euren Preis. Oh, wartet mal. Das Meteoritenherz und den Runenstein. Oder das magische Zeichen und den Runenstein. Was ist denn ein magisches Zeichen? Magisches Zeichen? Was meint er damit? Also, ach so, Meteoritenerz. Das brauchen wir eigentlich nicht. Magisches Zeichen nehme ich mal. Keine Ahnung, was das genau sein soll. Ich nehme das magische Zeichen und den Runenstein. Hier. Okay. Rune der Erde. Und Zwarok-Runenstein. Und zwar der Dorens. Perfekt. So, was ist damit jetzt gemeint? Ach so, das ist im Prinzip dasselbe. Das sind diese Waffenausbausachen. Ja, oder? Zwarok-Runenstein und Rune der Erde. Warum heißen das unterschiedlich? Ist ja merkwürdig. Wartet mal.
magische Rune. Sie kann auf die Klinge eines Silberschwertes eingeschrieben werden. Und das ist... Okay, das ist ein Runenstein, der das nur vorübergehend verbessert, ne? Das heißt, vielleicht können wir jetzt damit das Silberschwert erstmal verbessern. Wir haben schon... Ach nee, wir haben zwei davon. Das ist die zweite Rune der Erde. Wir werden nochmal zum Schmied gehen, ne? Das hat das letzte Mal nicht geklappt. Das könnte daran liegen, dass wir diese Runen nicht haben. Vielleicht brauchen wir auch drei davon. Okay, so, wie viel? 1620 Gold. So, gut, okay, das hat sich auch gelohnt. Dann würde ich sagen, wo wir jetzt schon Schwalbe am Laufen haben, könnten wir auch nochmal den Rest hier der Kloaken erkunden. Aber ich bin einfach zu neugierig. Ich muss jetzt zum Schmied laufen. Das Wetter ist mies. So, der war doch hier, ne? Genau, mal gucken. Der hat uns ja mehr oder minder beschissen. Wie kann ich behilflich sein? Würdet ihr einen Blick auf mein Schwert werfen? Ich würde es gerne aufwerten lassen. Ehe ich das Schwert begutachte, müsst ihr mir einen Edelstein bringen. Ja, das haben wir schon getan. Okay, pass mal auf. Das ist jetzt ein bisschen komisch vom Spiel. Deswegen mache ich jetzt was ich sonst nicht mache. Ich komme wieder. Ich werde einfach hier mal speichern. Und wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann mache ich einen Reload. Weil das offensichtlich nicht so gewollt ist. Ne? Ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Wie? Würdet ihr... So, jetzt schenken wir ihm noch einen Edelstein. Den hatten wir eigentlich für die Damen des leichten Gewerbes noch dabei. Aber egal. Saphir. Mal sehen, was ich tun kann. Ah, es geht wieder nicht. Es geht wieder nicht. Ich sehe gerade, wir können hier auch noch... Oder? Metroidenschwert? Nee. Das können wir nur verkaufen. Das ist wieder derselbe Kram. Okay. Ich gehe mal davon aus... Oder müssen wir die Runen hier reinlegen? Nee. Ich gehe mal davon aus, dass wir drei davon brauchen. Und dann wird uns das hier angezeigt. Also das ist der Punkt. Alles klar. Ja, dann werde ich jetzt einfach nochmal laden. Und dann haben wir zumindest die Mechanik verstanden. Die Frage ist natürlich, ob wir so ein Ding nicht einfach auch kaufen können. Hier war doch ein Waffenhändler. Da können wir sowieso was verkaufen. Bringt das in Ordnung, Hexer. Endlich einer, der meine Waren zu schätzen weiß. So sieht's aus. Hat der nicht sowas manchmal? Der hat nur... Rune der Erde. Das ist aber nicht dasselbe, ne? Das ist ein Runenstein. Und wir brauchen aber eine magische Rune. Das ist was anderes. Die verkauft er ganz offensichtlich nicht. Na gut, wir können das hier zumindest verkaufen. Und das Stahlschwert. Immerhin noch ein bisschen was. Okay, das heißt, wir müssen Ausschau halten nach einer weiteren magischen Rune. So, dann aber jetzt würde ich sagen, begeben wir uns in den neuen Teil der Kloaken, den wir noch nicht kennen. Dazu müssen wir zum Friedhof. Und zum Friedhof kommen wir, indem wir... hier durchs Friedhofstor gehen. Das heißt, wir müssen da nochmal eine große Runde drehen. Schneller geht's, glaube ich, da nicht hin. Ist das heiß in diesem Ding. Mal gucken, wie lange die Schwalbe noch hält und was wir dort in den Kloaken finden. Ich hatte ja manchmal vermutet, dass wir dort... Ja, dass wir vielleicht auf diese Kikimoren-Königin oder so treffen. Da ist natürlich die Frage... Da sind wir noch nicht richtig vorbereitet, was Öle oder so betrifft. Das ist übrigens eine Sache, die ich vielleicht auch hätte machen sollen. Das muss ich das nächste Mal unbedingt dran denken. Ich glaube, für Silber können wir dann diese Öl-Handwerksfertigkeit endlich mal lernen, dass wir da ein bisschen besser werden. Ich lese mir das mal... Ne, ich gehe erstmal runter. Ich gehe erstmal runter. Das ist ja nur die Gruft. Hä? Ne, wo war nochmal der Eingang? Das habe ich jetzt verwechselt, Leute. Das habe ich jetzt verwechselt. Das war woanders. Das war hier in irgendeiner der Seitenstraßen. Ich glaube sogar an der zum Tor hier hin. Das hatte ich falsche Erinnerung. Da, wo wir vorhin standen, glaube ich sogar. Oh mein Gott. Naja, das passiert. So, wo war das nochmal? Da steht die Schloaken. Ja, tatsächlich. Da, wo wir standen. Eieiei. Sowas ist schneller, hier jetzt durchzulaufen. Ich glaube, hier ist es schneller.
Okay, also das war jetzt ein unnötiger Umweg. Hat uns quasi auch einen Schwalbetrank gekostet. Ihr werdet es mir nachsehen. So, da vorne war das. Es regnet. Und zwar hier, Eingang zur Kloake. Ich werde nass bis auf die Haut. Da bin ich mal gespannt, was uns hier erwarten wird. So. Wie lange hält das hier noch? Ah, 1 Stunde 8 Minuten. Okay, da haben wir einen Leichnam, ein Fass. Das gucken wir uns direkt mal an. Okay. Ein Schlüssel. Und ertrunken. Okay, Ertrunkene sind ja... Das ist ja überhaupt kein Thema. Falscher Kampfstil. Ah, okay. Machen wir direkt mal... das sind aber viele. Aber egal. Überhaupt kein Problem. Ich glaube, bei den Ertrunkenen werde ich auch nicht mal Art einsetzen. Das ist ja hier wirklich ein Kinderspiel. Die waren mal echt gefährlich, ne? Wenn ihr euch erinnert. Ach, dieses mühsame Aufheben. Aber wir brauchen das Zeug. Wirklich. Gerade das Blut, das nehmen wir ziemlich oft für die Tränke. So, jetzt mal kurz einen Plan machen, wo wir jetzt lang gehen. Das ist Ausgang. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal geradeaus, checken das hier ab, gehen dann hier rum, checken das ab und dann hier weiter. So sieht's aus. Grünschimmel, Gitterstäbe. Okay. Aha. Jetzt kommen wir von der Seite dahin. Die Wasserscheide. Okay, hier fließt es von allen Ecken und Enden rein. Wir haben einen entstellten Leichnam. Mit ein bisschen Geld. Und das ist jetzt das Tor von der anderen Seite. Das könnten wir jetzt, glaube ich, öffnen, vermutlich, mit dem Schlüssel. Okay, damit ist der Durchgang hergestellt. Gut. So weit, so gut. So, dann gehen wir da hoch. Da hinten eine Feuerstelle. Und Ertrunkene. Können die durchs Gitter? Bin mal gespannt. Nö. Doch. Okay. Gehen wir direkt in den Gruppenkampf. Ach, wir können sogar durchs Gitter schlagen. Umso besser. So, das hier vorne stecken wir gleich ein. Das andere machen wir später. Gucken wir jetzt mal hier rum. Das sind nur tote Ecken. Die Feuerstelle brauchen wir nicht. Hier haben wir nur ein bisschen Grünschimmel, den wir noch mitnehmen. Was sehe ich da hinten? Eine Blume oder was? Was wächst denn da für eine Blume? Büschelkraut hier unten? Ungewöhnlich. Finde ich zumindest. Und ein Fass. Zwei Orens Grünschimmel. Und die nächsten Ertrunkenen. Kommt ran! Ja. Da lohnt sich wirklich kein Art. Okay. Ratten. Ein Fass. Da brauchen wir aber nur das Geld. Hier ist nichts. Weitere Gitterstäbe. Achso, diesen Querweg, den könnten wir zumindest einmal noch prüfen. Ja, können wir jetzt alles aufmachen. Sehr schön. Zwei Fässer. Ah, Hammelbein lassen wir liegen. Nein, Bein wollte ich gar nicht mitnehmen. Egal, haben wir jetzt schon 10 dabei. Also wenn mal irgendjemand Wein mag, mit dem können wir mehrere Abende verbringen.
So. Was haben wir denn hier? Ah, Flatterer. Alles klar. Zwei sogar. Und ist das ein Ghoul? Okay, hier geht es irgendwie anders lang. Ja, gut. Warte mal, war das stark? Ich vergesse es jedes Mal, welcher Kampfstil hier gefordert ist. So, hier lohnt sich aber hart. Mein Flatterer war, glaube ich, stark, ne? Helfen? Ich glaube, stark war falsch. Fällt mir gerade mal so auf. Okay, Elfenruinen. Wisst ihr was? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hell genug ist für euch. Deswegen nehme ich mal einmal Katze, damit ihr auch was sehen könnt. YouTube macht nämlich alles dunkler, wie ihr wisst. So, ansonsten kommen wir erstmal ganz gut zurecht, würde ich sagen. Wobei Schwalbe gar nicht mehr aktiv ist. Das müssen wir gucken. Das werden wir vermutlich gleich nochmal einnehmen müssen. Elfenruinen. Ort der Macht aktivieren wir. Okay. Aha. Da geht es offenbar noch weiter. Ein Leichnam. Hier kann man offenbar auch nochmal dahin. Fisch, Salpeter. Wir nehmen nur das Geld. Oho, also es wird ja hier richtig mysteriös. Wow, schaut euch das an. Spektakulär. Und wo geht's da unten weiter? Und hier links geht's auch noch irgendwo hin. Teleporter in den Kloaken. Was? Wo, was, wie, wo? Das ist ein Elfenthron. Oh mein Gott. Was ist denn hier? Ein Alp. Wie bekämpft man einen Alp? Haben wir schon von Alps gehört? Was ist da oben? Das sehe ich ja jetzt gerade erst. Warte mal. Geralt kramt in seine Erinnerungen und denkt über Alps nach. Hier, Alps. Alps lauern in Höhlen, Ruinen und leerstehenden Häusern, doch stets in der Nähe menschlicher Siedlungen. Sie sind furchtlos und gegen Lehmen, versuche Resistenz empfindlich gegen Silber- und Vampiröl. Alps wenden Überraschungsangriffe an, betäuben ihre Opfer, trinken ihr Blut. Kein anderes Ungeheuer inspiriert so viele Mythen und Unwahrheiten wie der Alp. Die Leute glauben, dass sich dieser Vampir in einen schwarzen Hund oder eine giftige Kröte verwandeln kann. Manche verwechseln Alps mit Sukubi und glauben, dass sie lüstern und darauf aus sind, hübsche junge Männer zu verführen. Volkslegenden beschreiben ihren Charme, ihre wunderschöne verführerische Stimme und ihre Abscheu vor Jungfrauen. Ohne jeden Zweifel wahr ist, dass sie sich lautlos bewegen, überraschend angreifen und ihren Opfern selten die Chance geben, auch nur einen Angstschrei auszustoßen. Gut, ich würde sagen, wir bereiten uns mal ein bisschen vor. Da wir die überhaupt noch nicht kennen, gönnen wir uns mal einen Malmstein. Auf das Silberschwert allerdings. Alles andere wäre ziemlich Quatsch. So, ich vermute mal schneller Kampfstil. Gott. So, der Alp kommt. Okay, das war der Alp. Ja. Alpfangszene. Ich darf gar nicht so genau hingucken, sonst kriege ich wieder Ärger mit YouTube. Und hier ist ein Teleporter. Kreis der rachsüchtigen Flamme. Oho. Okay. Holztruhe. Ordentlich Geld. Ein absurd raffaziges Weisen. Noch ein Runenstein. Und Nilfgaarder Zitrone. Nehmen wir gerne. Was haben wir hier noch? Noch eine Holztruhe. Diamantstaub ist auch super. Und was ist das jetzt? Kreis der rachsüchtigen Flamme. Okay, was haben wir jetzt für einen Effekt? Segen des Feuers. Igni-Intensität erhöht. Aha. Gut.
Teleporter in den Kloaken. Okay, bei Teleportern sind wir vorsichtig. Ich würde gerne erst einmal ausprobieren, wo wir da unten noch hinkommen. Kommt man da noch irgendwo hin? Ah nein, alles klar. Wie rätselhaft. Hier ist das Ganze zu Ende. Na gut, dann werden wir mal den Teleporter benutzen. Ganz gespannt, wo er uns hinführen wird. Aber das, liebe Leute, das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwein.